Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Format Let's Horror Amnesia The Dark Descent. Ich bin hier hoffentlich zu sehen. Neben mir ist der Flo als, sagen wir zum Händchen halten. Beistand. Ich bin nämlich, als seelischer und moralischer Beistand. Ich bin nämlich, was Horror-Let's Plays, also Horror-Spielen angeht, also ich habe noch keinen größeren Angsthasen gesehen, was diese Spiele angeht. Das ist, reden wir nicht von drüber, ihr werdet es ja sehen. Ach, das wird lustig. Das wird lustig für alle, nur nicht für mich. Nun denn, wir wollen nicht lange um den... Wir können eigentlich noch eine Weile schnacken. Ich kann auch drücken. Weg! Controls am einen. Gut, dann starten wir einfach mal in ein neues Spiel. Was mich übrigens von unten beleuchtet, das ist ganz hochprofessionell. Mein Handy. Ansonsten würdet ihr mich nicht sehen. Don't forget. Something mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Soweit so gut. Normalerweise nennt man mich ja Chris und nicht Daniel, aber okay. Das sieht doch noch alles ganz hell und freundlich aus. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das bleibt auch ganz sicher so. Ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. Journal. Mit M kannst du auf die Mementos schneller zugreifen. Sieh dir genau an. Habe ich was getrunken? Sag mal. Wenn du nicht weiterkommst. Also zuerst J. Aha. Das Ganze kann ich abkürzen mit M. Okay. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Flüssigkeit. Nö. Langsam, wa? Kann ich rennen? Nein, dir geht's nicht so schlecht, dann kannst du nicht rennen. Verzeihung. So funktioniert das, gut. Wir haben vorhin eine ganz kleine Testaufnahme gemacht, um zu schauen, wie das mit dem Licht ist und ob man uns denn sieht und wegen der Helligkeit und dergleichen. Da bin ich nicht über diese Schwelle getreten. Über diese Schwelle. Ich glaube, das war eine gute Idee. Ich dachte, da liegt vielleicht auch irgendwas in der Ecke, weil ich glaube, wir können so ein bisschen von den... Wow. War ich das oder war das der Raum? Das war bestimmt irgendwelche Nachwirkungen von den Drogen. Nur so als kleiner Hinweis und Tipp. Es wird vielleicht später im Spiel nochmal erklärt, aber wenn du zu lange im Dunkeln verweilst, wirkt sich das nicht gut auf deinen Geisteszustand aus. Also nicht nur jetzt. Aber hier ist es nicht im Dunkeln. Nein, weil du erst dann ins Dunkel zum Beispiel gegangen bist, ist es mir gerade eingefallen. Ah. Das wird mir bestimmt nochmal erklärt werden. Da ist keiner. Ja, ist so gut. Nur um sicher zu gehen, dass da auch keiner drunter ist. Okay. Ich weiß, normalerweise bin ich etwas gesprächiger bei den Let's Plays, aber irgendwie...
Das war nur ein Windzug. Ein Windzug in diesem fensterlosen Raum. Okay. Ihr könnt mich mal, ganz ehrlich. Was auch immer die Tür geöffnet hat, wird es bestimmt nicht wieder... So, Kinder, hier bleibe ich jetzt für den Rest des Let's Plays. Nee, ihr kriegt mich da nicht. Oh Mann. Noch ist ja alles ganz lustig und Spaß, aber irgendwie, ich weiß ich auch nicht, das wird sich doch ändern. Nimm das! Wow. Das hat funktioniert. Also mit rechts kann ich werfen. Das ist doch schon mal was. Stuhl, kommst mit. Ich weiß auch nicht, das ist so eine Angewohnheit bei Horror-Let's Plays. Alle Let's Player. Das ist ein Gefühl der Sicherheit. Nicht allein zu sein. Personifizierung von Objekten. Nicht, Mr. Stuhl? Genau. Übrigens eine andere Sache, die bei Angst immer das kommt, sind so zwei, drei Sachen. Unter anderem auch, sich das rational erklären zu wollen, was man macht. Aber ich habe einfach nur Angst. Das ist keine rationale Erklärung. Da steckt nichts Rationales dahinter. Ich bin mir ganz sicher. Was ist denn das für Scheiße? Es ist Licht hier. Was ist denn los? Was wollt ihr von mir? Geht weg! Mr. Stuhl, du kommst mit. Als wenn Licht dich schützen könnte. Ja. Achso, mit Maushalt kann ich... Warum bewegt sich alles? Ich kann das nicht. Ich habe gedacht, das könnte ich, aber nein. Alter! Alter! Komm auf dein Leben klar! Geh weg! Da war was! War da was? Hör auf! Geh weg! Wie lange ist vorgenommen? Ich denke, 5 Minuten haben wir, glaube ich, schon. Ich kann mal kurz nachgucken. Nein! Bitte nicht! Mr. Stuhl? Halt, Mr. Stuhl. Ein bisschen länger haben wir schon. 6 Minuten, danke. Alter, das geht ja... Das geht doch gar nicht. Kinder, was tut ihr mir hier an? Ja. Was wollt ihr denn von mir? Da ist dunkel drin. Ja, da ist dunkel drin. Da kam dann auch der Hinweis. Ich bin mir aber nicht... Wie bitte? Der Hinweis wegen der Dunkelheit. Kannst du mal reingehen? Auf das Spoiler, ne? War denn das? Guck mal, da haben wir noch den kleinen Herr Stuhl. Mr. Stuhl. Stuhl Junior. Ja, der ist nicht ganz so, naja, raumgreifend. So, Mr. Stuhl. Kann man die Dinger eigentlich drehen in der Hand? Was? Das ist der Wind, das ist jetzt die... Das hörst du doch auch, oder bin ich blöd? Ich denke, das bist du. Du atmest ein bisschen schwer. Alter. Erklär mir es einfach damit. Ich atme ein bisschen schwer, ja. Zu Recht. Ein Raum mit Bildern. Toll. Was? Das ist übrigens der Hinweis. Ich mag den Raum nicht. Der sah jetzt am Anfang ganz gut aus, aber nee, nee, hier, komm. Nee, einen nehme ich mit. Was war das denn? Du sollst mit den Dingern nicht jonglieren. Alter. Das...
Wie viele Folgen wollten wir heute aufnehmen? Eine reicht doch, oder? So für morgen. Naja, wir wollen nicht. Ach, für die. So viel Speicherplatz haben wir gar nicht. Gott sei Dank. Alter. Ihr glaubt das gar nicht. Ich schwitze jetzt schon. Es ist noch gar nichts weiter passiert. Da vorne spielen sie vom Winde verweht, oder was war das gerade? Das hast du auch gehört, oder? Oh, das Pflanzenreich. Mein Reich. Was? Licht da vorne. Ich seh's doch. Was? Nein, hier, komm. Ha, hu, ha, hu, ha, ha, hu, ha. Es tut mir auch leid, wenn das so Momente. Komm, wo? Nichts passiert. Ich muss sagen, bis vor kurzem war ich noch glücklich. Worüber? Naja, über deine Gesichter. So, aber so langsam. Ach, hast du auch keinen Bock mehr, ne? Wie kann. Wo, was soll ich jetzt mit der. Ich habe die Laterne mit Öl aufgefüllt. Wie konnte ich dich jetzt mit F. Ich glaube, ich will die nicht anzünden, weil. Also noch nicht. Ich glaube, das mit dem Öl ist so ein bisschen rar gesät. Ich kenne doch diese Spiele-Designer. Die tun alles, nur um mich leiden zu sehen. So, da. Ich krieg schon Kopfschmerzen, das ist unglaublich. Nee, da wollte ich doch nicht lang. Bei dem anderen, da waren auch die Flüssigkeit nicht. Ja, ne? Ach, wisst ihr was? Ach, wisst ihr was? Alter, sind die denn alle. Erdbeben? Beim Erdbeben soll man sich flach auf dem. Oh, Kinder. Die will nicht aufgehen. Verzeihung! Was war das? Das war nur Grafikbug, ne? Ja, das war nur Grafikbug. Wieso geht denn die. Du hast etwas in dir, was ich will. Ich bin mir ganz sicher. Warte mal. Ging das nicht irgendwie gegen da? Dann halt nicht. Zünderbüchse, was machst du so? Nicht. Vielleicht hätte man sie aufbrennen können. Ja, ich versuche nur zu vermeiden, in den nächsten Raum zu gehen. Ihr habt mich durchschaut. Ist okay. Ja, ich hab's gesehen. Danke, reicht. Ziemlich dunkel, ne? Guck mal, wenn wir dann beide drin sind, gewöhnen wir uns an das Licht. Also an das Fehlende. Sieht nicht so aus, als würde da was liegen. Oh, was ist das? Ein Zettel und ein Ding. Öl, möglicherweise. Ich möchte ungestört sein. Oh, es ist Öl. Ja, durchaus. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember.
I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. Mm-hmm. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. Mm-hmm. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Natürlich. Your former self, Daniel. Kann es sein, dass mein früheres Ich ein Arschloch ist? Verzeihung. Das waren keine Fußspuren, ne? Ne? Du weißt, was ich meine. Ne? Fußspuren. Schritte. Schritte, danke. Hä? Aber... Wo war... Hä? Gehst du irgendwo lang, oder muss ich echt wieder zurück? Was übersehen? I don't care. Ich gehe hier einfach eine Weile rum. Nicht? Ich bin auch noch langsamer, wenn ich was trage. Na, das ist ja unangenehm. Da ging es nicht lang, oder? Doch, und es wird auch nicht heller, wenn du es auf und zu machst. La la la. Da war es auch dunkel, ne? Da waren wir noch nicht unten. What? Was? Nee, also wisst ihr. Ja, ich weiß. Wie? Bin ich doof? Du hast aber auch keinen Weg gesehen, oder? Drück doch mal M. Vielleicht steht da. Ah, gut. Bin jemand, wir sind bestimmt total bekloppt und an dem Offensichtlichen vorbeigelaufen, einfach weil ich so viel Schiss hab. Da stand bestimmt irgendwo so eine große Tür. Achtung, ab hier gibt's das Monster und die habe ich einfach ausgeblendet. Man traut sich ja auch nirgendwo hinzugehen. Dunkel, kaputt. Ich brauche hier mein ganzes gutes Lampenöl. Hier ist bestimmt irgendwo. Moment. Nicht, hä? Es sagt dazu nichts mehr, ne? Ja, gut. Alter.
Igor, leg den Schalter um. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir kommen nicht. Bisher ist doch noch ganz zutsche. Ja, okay. Also wenn du der Meinung bist, gut. Siehst du, jetzt kann... Das kam gerade von draußen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Wurde gerade eine Frau vergewaltigt? Ich dachte, das hatte irgendwas mit dem Hund draußen... Muttern mit dem... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact... It lies beneath the very stone of Brennenburg. Der klingt schon so nett. Beneath the stone of Brennenburg. Nicht? Ich fand, er klang ziemlich genau so. Ich nehme an, dass es nicht so einfach sein wird, wie jetzt einfach runtergehen, den Typen niederknüppeln und fertig. Wow! Das war überraschend! Wow! Was ist das? Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Würde es mit Feuer versuchen. Nicht? Gut. Das würde das Spiel zu schnell lösen, nehme ich an. Freiheit! Dafür könnte ich zwar auch aus dem Fenster springen, aber... Ich werde hier schon ganz paranoid. Das ist unglaublich. Sagen, du siehst Dinge in diesen Kerner. Oh, guck mal. Oh, meine Lieblingskiste. Kisten sind aber jetzt mein Freund. Kann ich mich da auch drin verstecken? Nein, gut. Was? Das war eindeutig ein Versuch wert. Das ist schön hier. Wenn ich den Bildschirm so lasse, das ist schön hier. Ach, wisst ihr, was... Ist da... Wo geht's hier lang? Ach, ist das... Ah, das... Was zum... Geier! Was sagt eigentlich so mein leichter Kopfschmerz? Woher wissen die das? 10 Zunderbüchsen. Na, das hört sich gut an. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Da unten ist das Monster, deswegen gehen wir erstmal nach oben. Ach, Mann. Ich gehe doch nicht in ein Schloss namens Brennerburg, was sich schon so deutsch anhört wie Frankenstein, durch eine Tür, die markiert ist mit dem Wort Labor. Hör auf, mir in den Nacken zu hauchen, meine Güte. Du willst doch in die Raffinerie. Ich will doch in die Raffinerie. Weil, das hört sich schon besser an. Ich will in die Raffinerie. Wieso will ich in die Raffinerie?
Ah, nee. Ja, ich will in die Raffinerie. Dafür muss ich aber wahrscheinlich zuerst ins Labor. Sag ich ja. Weil da steht ja... Kann das aufgelöst werden? Und nach aufgelöst, das hört sich immer so laborig an. Warum sollte auch im Labor irgendwas hausen, was mich beängstigen könnte? Nee, ich lese das jetzt nicht vor. Dafür ist es, glaube ich, zu spät. What? Was denn? Was denn? Ich habe mal die Demo gespielt. Und weiter? Ich denke, das kommt mir bekannt. Das Loch atmet. Ihr wollt mich doch alle ver... Warum kann der nicht... Ist er eigentlich total behindert? Kann er nicht ein Stück Stock hier mitnehmen, brennendes? Nee, ich brauche eine Laterne. Hört auf! Ich weiß schon selber, was gut für mich ist. Ich hab doch hier Licht. Ich hab doch da Licht. Ja, da läuft irgendwas Unsichtbares im Wasser. Aber ich hab doch... Es muss ein wildes Carpador gewesen sein. Hast du es gehört? War ein Schritt. Was? Geh hol mal deinen Bruder für seelische und moralische Unterstützer. Das üben wir nochmal. Kann man hier nicht mal machen. Should be more Cooperites. Wusste ich gleich. Ever see them fear. And one part. Achso. Aqua Horses. Lass mir auch meinen Spaß in den Spielen. Sonst gehe ich hier ein. Cool. Ich weiß gar nicht. An jeder Ecke hier Lampenöl. Du zitterst ein bisschen, kann das sein? Was sagt denn dein geistiger Zustand? Hat er sich irgendwie verschlechtert? Geh da runter! Alter. Ja, gut. Kann ich gar nicht verstehen. Ich nehme erstmal das Zeug. Besser. Immer wenn das Blau kommt, regeneriere ich wohl ein bisschen von meiner geistigen Gesundheit. Nicht? Gut. Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Es lebt! Frankenstein, ja. Manche Menschen fahren Fahrrad in der Freizeit, andere... Kann er nicht vernünftige Hobbys haben? Selbst ein Frankenstein vielleicht hat... Ich will es gar nicht wissen. Eigentlich will ich es doch gar nicht wissen. Große Tür, raus, wegfahren, Polizei informieren, danke, tschüss. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin.
Zink, Erz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kuprit befindet sie gut, bindet sie gut. Uff, meine Güte. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Scheidewasser verwenden und hoffe, dass es eine gleichmäßigere Lösung gibt. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und ist praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung. Ich glaube, die wollen uns da auf etwas mit der Nase stoßen. Wo waren wir? Und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Bevor du jetzt weiterspielst und das da aufhebst, würde ich sagen, wir erlösen dich kurz. Und beenden die Folge. Ich glaube, es wird keine zweite geben. Ich stürze mich aus dem Fenster. Als säufe mich im Klo. Irgendwas Würdevolleres als... Als das hier, den Angsttod. Also bevor ich da drauf das hier nehme, das hier, also jetzt mit der linken Maus, also, ne? Ja. Gut. Muss ich jetzt... Gut. Hör auf zu zittern, da ist doch dein Licht, mein Gott. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns hoffentlich nie. Nie! Die Hoffnung wird hoffentlich, ich glaube, nicht erfüllt. Nun denn, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Horror. Schlacker, Schlacker.